Wir befinden uns hier in der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Hier war die zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit. Ist somit der Ort in Deutschland, der für die politische Repression in der DDR steht. Nachdem waren zwischen 1955 und 1989 sogar 2400 Menschen wegen Spionage ermittelt worden vom MFS und davon wurden 1400 der Spionage überführt. Das Besondere an diesem Ort ist, dass zuvor hier bereits der sowjetische Geheimdienst bis 1951 wirkte und davor ein sowjetisches Speziallager. Das heißt, dieser Ort steht quasi für die politische Repression in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR.